Gizmo hat unter... Das Rezept zeigen vielleicht? Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Das Lehrbuch hat... Es wird... Okay, bringt uns alles nichts. Ich lasse doch niemanden vor. Ich stelle mich im... Guck mal, hier haben wir kein Feuerschild und wir haben hier die Möglichkeit, was... Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Okay. Klingt ja schon mal... Ich behalte... Ah, das wird bestimmt sein, um ihr dann hinterher das Ding zu verabreichen. Den Kaffee. Also, auch wir behalten die Idee mal im Hinterkopf, aber das bringt uns erstmal hier auch akut nicht weiter. So, Öffnungszeiten der Poststelle. Auch das wird uns so lange nicht weiterbringen, wie wir... Ja, wie wir einfach keine Ahnung haben, was wir tun sollen. Oder ich vielmehr. Ich bin mir sagen ganz sicher, dass ihr schon die Idee oder verschiedene Ideen habt, wie es hier gelöst werden kann. Vielleicht habt ihr das Spiel ja auch selber gespielt. Ich kann es euch nur empfehlen. Also auch wenn man mich hier so ein bisschen verzweifelnd und ruhig sitzen sieht, aber man könnte nicht sagen, dass es nicht unterhaltsam wäre. Das wäre ja gelogen. So, wir haben eine Fußfessel. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlöpfer. Nein, das braucht man nicht. Nee. Hebel. Kann die Fußfessel da irgendwie reintun oder so? Da besteht keine Fluchtgefahr. Okay, wir können das ins Polizeifach tun. Wir holen es mal wieder aus dem Polizeifach raus. Vielleicht... Da besteht. Das Feuerwehrfach. Strike! Haha! Damit haben wir die Handschellen. Und die Handschellen können wir doch mit Sicherheit jetzt da an dem Dingens festmachen. An der Klappe. Mit diesem Loch. Das sieht doch fast so aus, als würde das passen. Und dann... Ohoho, Frodo! Aha! Sehr schön. Also müssen wir dann jetzt einmal den Umweg machen und über das Dingens laufen. Über das Stadttor und hier. Wenn ich euch übrigens zu langsam bin, kein Problem. Das Spiel gibt's bei Steam. Ich mach so ein bisschen Werbung, weil ich finde das total cool. So. Damit haben wir den Dietrich. Hoffentlich verbraucht er sich jetzt nicht. Nein, sehr cool. Ja, wir nähern uns, Leute. Ich glaube, jetzt können wir nämlich eine ganze Menge mit dem Dietrich hier veranstalten. Angefangen beim Arztschrank. Buh, ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Okay, cool. Hätten wir das geklärt, dann sollten wir in die Gasse gehen. Bei Tonis Haus hatten wir auch noch was abgeschlossen war. Und zwar die Dingens. Die Hausapotheke. Beruhigungsmittel. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Okay, na, war ein Versuch wert. Aufputschmittel? Es schlägt nicht drauf an. Habe ich das Gas etwa falsch dosiert? Ach was, ich weiß schon, was ich tue. Auf der Spritze steht, als ob man dafür ein extra... Ich quäle keine. Und im Gegenzug... Spritze. Gut. Die Spritze nehmen wir jetzt erstmal. Das ist ja dann der nächste Punkt für unseren
Für unseren Stier. Tada! Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Ui. Hat's funktioniert? Au. Stierblut? Check. Cool. Also Stierblut, check. Das Aufputschmittel brauchen wir ja für den Dingens. Für die Bohnen. Tun wir das da mal rein. Aufputschmittel. Und dann? Da haben wir doch... Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Oh je. Okay, also haben wir hier Kaffeepulver? Mit dem Wachmacher bekomme ich ihn bestimmt wieder auf die Beine. Okay. Das heißt, wir könnten mal ausprobieren, ob wir jetzt quasi schon mal eine Vorabversion des Espressos bekommen. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen klares Wasser. Das Pulver habe ich schon mal. Ich fürchte nur, dass es das alles schon war. Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Bevor es in den Tank darf, muss es allerdings noch fertig gemischt werden. Okay, also fällt es damit schon mal aus. Lonzo versucht sich wohl als TÜV. Süß! Soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Yay! So, das Pulver haben wir. Sieht abenteuerlicher aus. Ich gehe dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Super. So, okay. Also das hätten wir ja schon mal alles soweit geklärt. Wir haben einen Dietrich. Wir haben einen betäubten Vogel. Den wir immer noch nicht irgendwie aktivieren können. Ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, wir sind ja schon mal einen Schritt weiter. Ja, das ist ja schon mal schön. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Hier sieht es nach nichts aus. Mal schauen, was es hier so gibt. Den Gizmo. Bei einem Diebstahl melden? Bin ich für. Wir melden mal bei Gizmo einen Diebstahl. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Notfall. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Diebstahl. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Na gut. Okay, dann werden wir uns die weiteren Lösungen, ich glaube mal, im Rahmen der nächsten Folge überlegen. Wir machen Schluss. Und ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Abend, schönen Morgen oder schönen Tag. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen bei Deponia. Im Zweifelsfall dürft ihr es euch aber natürlich auch selbst kaufen. Bis denn, euer Frodo.